Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Dark Souls 3 hier in den Katakomben von Karthus mit einigermaßen unangenehmen Gegnern, muss ich sagen. Hier sind noch zwei Wege, die ich entdeckt habe und noch nicht erforscht. Alles andere, glaube ich, müsste ich haben. Und hier vorne sieht es so aus, als ob es dann tatsächlich weitergeht an der Stelle. Ein feuriger Edelstein. Okay. Finde ich jetzt gar nicht mal so prickelnd. Muss ich sagen. Ei, es war aber eng. Die Hängebrücke droht einzustürzen. Ist der Typ nicht tot? Ich hatte jetzt gedacht, dass der tot sein müsste. Okay. Also bevor ich jetzt hier weitergehe, hätte ich fast gesagt, diese Skelette-Fritzen hier, die stehen doch alle auf. Das habe ich doch schon direkt im Urin. Gelbes Käferkügelchen. Auch so ein Item, was ich wahrscheinlich in meinem ganzen Leben nicht verwenden werde. Aber sei es wie es sei. Also ich muss auf jeden Fall jetzt hier oben nochmal. Aha, was war das? Und zwar würde ich sagen, hui, da oben ist ja noch einiges, ne? Eieiei, was war denn das jetzt? Okay, also ich gehe mal hier die Treppe hoch. Hm? Ah, jetzt habe ich hier. Das war aber jetzt besonders. Da war jetzt so ein Typ mit Hut da oben gestanden. Jetzt habe ich den Typ mit Hut tot gemacht. Und schwupps kommt eine Krabbe. Und schwupps ist diese. Ist diese Knochenkugel weg. Das heißt aber auch, ich bin doch da oben. Da kann ich doch nochmal gucken, was in dem Gang da hinten ist, weil den habe ich ja bisher noch gar nicht erforscht, oder? Okay, da war ich wohl. Oh, da scheint nichts zu sein. Ah, da bin ich längst gekommen, ha? Ja, okay. Gut, und dann habe ich da oben doch wohl doch alles erforscht. Aber ich habe auf jeden Fall jetzt diesen Mann mit Hut erledigt. Okay, damit wärst du mal erledigt. Oh.
Da hinten ist noch einer. Jetzt schauen wir mal, ob da drüben noch einer. Noch einer ist. Nicht, dass es da noch irgendwie böse Überraschungen gibt. Oh! Aber Gott sei Dank lassen die sich stunnen, ansonsten würden die mich wahrscheinlich platt machen. Ah! Was war denn jetzt mit dir los? Hä? Warum stehen die manchmal wieder auf? Das ist ja. Na. Das ist echt blöd. Naja, okay. Asche eines Grabwächters. Grabwächter hatten wir in Dark Souls 2 auch zur Genüge. Und da kommen wir bei der illusorischen Wand hier wieder raus. Das heißt, damit wären wir hier auch am Ende. Und jetzt geht's hier weiter. Karthus Rot. Okay. Ach, okay. Und da drüben war ich schon. Genau, da liegt jetzt ein Steinchen, was ich mir hingelegt habe. Diese Steinchen, diese Prismasteinchen, die sind wirklich nicht schlecht. Ja, die helfen dann schon durchaus, die Orientierung zu behalten. Das heißt, hier im Grunde bin ich tatsächlich ziemlich durch hier, würde ich sagen. Und es geht jetzt an die Stelle, die Hängebrücke droht einzustürzen. War es das? Okay. War ich da schon oder war ich da noch nicht? Man weiß es nicht. Eine große Seele. Käferkügelchen. Also diese Käferkügelchen, es gibt ja so einen Witz von einer alten Frau, die ganze Zeit nach ihrem Kügelchen ruft. Und am Schluss ist es ein Rotzpopel. Das ist ja auch so ein. Also daran erinnern mich diese Käferkügelchen die ganze Zeit. Who's that? NPC. Ist das wieder der. Hello, Hallo? we meet again. Have you seen Horace anywhere? Nein. Oh, yes. I've searched high and low with no luck. Perhaps he's left the catacombs. Vielleicht, ja. Oh, Horace. Where have you run off to? Ich weiß es nicht. Oh. Ich weiß es nicht, mein Guter. Ich kann es dir einfach nicht sagen. Ach du lieber Gott. Ufts. Ist das etwa Leiter?
Ist das? Ja. Es ist wohl Leiter. Ja. Ich habe jedenfalls anscheinend mir meinen Rückweg verbaut. Ist das möglich? Ja. Ja, es ist möglich. Okay. Das heißt, ich kann jetzt hier erstmal hochlatschen. Und was ist das? Ist das etwa Boss? Soll ich da reingehen? Ich gehe rein, es wascht. Es wascht. Es ist aber möglicherweise gar nicht Boss. Oder ist es doch? Versucht Dresche. Versehen oberhalb, was? Ach so, das sind Steine ohne Textur, interessant. Na, versehen oberhalb, das ist aber auf jeden Fall cool. Der ist geil. Ja, ist sehr gut, die Nachricht. Fackel wird benötigt, was? Arm. Arm? Ich habe drei Estusse. Kelch berühren, okay. Oh, mir schwant Übles. Das wird tatsächlich ein Boss sein. Gute Arbeit, okay. Also es ist ziemlich klar, dass das ein Boss ist. Ah. Soll ich ihn probieren? Ich probieren, komm. Oh, hallo. Aua. Autsch. Okay. Oh, ich sehe überhaupt nichts.
Was, das soll der Boss gewesen sein? Was? Erbe des Feuers? Hä? Hm. Das war aber ein bisschen sehr einfach. Okay. Interessanter Ansatz jedenfalls. Okay, Tür geht auf. Easy peasy. Seele des Hochfürsten Volnir. Machen wir doch hier mal ein bisschen Leuchtfeuer. Und dann gucken wir mal, wo es hier hingeht. Geschafft, ja. Definitiv geschafft, ja. Das ist so. Lügner voraus. Hat bestimmt irgendwann, irgendwo, irgendwie jemand hingeschrieben. Illusion. Hurra für gute Arbeit. Ja, sie ist echt, ja, klasse. Tolle Aussicht voraus. Vorsicht vor Bestie, aber Loch. Was? Irithyll des Nordwindtals. Wow. Mond. Mond. Mond, tatsächlich. Nordlicht, hat man so das Gefühl. Ganz schön cool. Und gleich nochmal ein Leuchtfeuer. Na, da haben wir ja... Aber ich bin ja, also diese Hängebrücke als Leiter ist eigentlich das Nächste, was ich ausprobieren muss, weil ich da ja noch nicht ganz fertig bin. Boah, ich habe 40.000 Seelen dabei in der Zwischenzeit. Allerdings keine Estus-Flakons mehr. Und Fakt ist, dass ich hier runter muss. Aber das ist eigentlich optimal. Ich kann vom Hochfürst Volnir aus, kann ich jetzt hier natürlich zurückgehen. Da wird mir jetzt ja im Grunde genommen nichts mehr passieren. Ich glaube, das habe ich ganz geschickt angestellt. Das heißt, das ist der Weg, den ich jetzt einschlage. Feuerbandschrein und dann geht's los. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich jetzt alles gefunden habe. Ich glaube, ich habe ein... ich habe so einen Knochensplitter gefunden, oder? Ja, genau. Habe ich noch mal einen? Nee. Ich habe, glaube ich, Asche gefunden. Fine Ash. Ah, well, how may... Schattenasche, genau. Gracious. Passing fine ash. Ja, given. Passing fine ash. Let this ash bestow nourishment. I only hope these new wares content thee. Bestimmt. Ja. Verborgene Segnung.
Giftansammlungswurfmacheten. Das ist auch nicht schlecht. Die Dinger würde ich gern kaufen. Siebentausend. Boah. Ich nehme halt 100. Ah ja, das ist gut. Getrocknete Finger. Ach ja, da gibt es ja übrigens auch noch was. Ich glaube, ich kann noch einem Covenant beitreten. Kompositbogen. Physisch 73. Vielleicht ist dieser Kompositbogen gar nicht so übel. Skaliert auf D. Helm der Untotenlegion. Der ist natürlich auch rattenscharf. Der gefällt mir voll. Was kostet der? 7000, oh fuck. Wolniers Krone. 15.000, boah. Ein Lebensring. Erhöht maximale TP. Das ist doch geil. Ja, den nehme ich auf jeden Fall. Das will ich auch haben. Einfach nur, weil es cool aussieht. Ashen One. Ja, ja. Bla, bla, bla. Ein bisschen affig sieht das schon aus. Den kann ich leider nicht. Ich brauche noch zwei große Titanitscherben. Naja, ein Funkeltitanit, das ist natürlich extrem, ne? Also der Kompositbogen, der... Naja. Pretty, be careful. Ja, warte mal, warte mal, warte mal. Ich... Hab ich da was? Okay. Pretty, be careful. Naja, okay. Gut, hast du mir vielleicht was zu sagen? Oft the Lords of Cinder, the Undead Legion. So that's how they're delivered to their thrones. I pity the sorry souls. Is that really Lordship's last reward? Ach so. Okay, ich überziehe jetzt natürlich. I failed to thank you for helping them find their final resting place. Farrens Ring.
I pity the sorry souls. Ja, ist gut. So, jetzt pass auf. Ich kann ausrüstungstechnisch erhöht Ausdauerregeneration. Also das wäre ja Card, nee. Ich habe doch, genau, das hier war doch die maximalen TP. Und was hat der mir jetzt gegeben für einen Ring? Bla bla bla. Ich glaube. Ah. Okay, du hast aber auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Gut. Aber ich muss ja jetzt, warte mal. Wen habe ich denn jetzt alles besiegt? Ja, um den nicht. Die Wächter des Abgrunds. Fürstenasche darbieten. Genau. Ja, super. Und jetzt ist die Frage, wen habe ich hier noch? Now invade and if you grow weary of your duty, come on, give yourself to Rosaria, the Cathedral of the Deep. Das probiere ich auch noch aus. Rosaria. Ludleth, ja genau, mit, genau. Aber hier, Aldrich, war das? Nee. Hier schaue ich noch mal schnell. Ob der mir noch was Gutes machen kann. Erhöht maximale Belastung. Das ist auch sehr cool. Einen verirrten Dämon, okay. Diakone des Abgrunds. Sieht da doof aus. Rapier. Arstors Speer. Arstors Speer. Was brauche ich da? Fluchverderbtes Großholz. Fort Dämon. Regeneriert TP, aber der erhöht maximale Belastung. Den will ich haben. Schwarze Schlange, Wolnir. Was gibt's denn sonst noch für Wolnir? Den hier. Heiliges Schwert von Fürst Wolnir. Boah, 151. Na gut. Now. Ja, es reicht jetzt noch nicht mal mehr, um aufzusteigen, glaube ich. Then take nourishment from me. Let these souls withdraw. Farewell, Ashen One. Wie viele Seelen brauche ich jetzt? Okay. Kondition, würde ich fast sagen. Hm?
Farewell, Ashen One. Was für Ringe habe ich jetzt an? Glorantie, Estus. Erhöht maximale Belastung. Und jetzt könnte ich hier nämlich... Also ich könnte hier auf jeden Fall den Bogen wieder ausrüsten. Langbogen plus 4. Genau. Genau. Perfekt. Wie sieht's denn jetzt aus mit der Belastung? Ne. 64, 6. Cool. Cool, cool, cool. Und jetzt würde ich ganz gerne noch als Bonusrunde Rosaria machen, aber vorher mache ich an der Stelle einmal kurz Schluss. Es ist schon viel zu lang jetzt. Bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Dark Souls 3. Ciao!